Hi, ich bin Philipp. Du brauchst die passende Bewerbung für dein Praxissemester? Dafür bist du hier genau richtig. Was soll alles in deine Bewerbung rein? Dein Anschreiben, dein Lebenslauf und deine aktuelle Notenbescheinigung aus dem Studium. Achte dabei unbedingt auf die Vollständigkeit. Verwende ein einheitliches Design. Greife bei deinem Anschreiben und Lebenslauf gerne die Farben der Firma auf. Das unterstreicht nochmal dein Interesse am Unternehmen und macht deine Bewerbung einzigartig. Am besten speicherst du deine Bewerbungsunterlagen als eine PDF ab. Eine Bewerbung bei Hans Krohe reichst du online über unsere Homepage ein. Gehen wir nochmal etwas genauer auf die Inhalte ein. Beginnen wir mit dem Anschreiben. Das Anschreiben bereitet den meisten Studierenden die größten Kopfschmerzen. Nimm dir hierzu die Stellenausschreibung zu Hilfe und mach dir nochmal bewusst, welches Profil für die Stelle gesucht wird und welche Fähigkeiten besonders wichtig dafür sind. Wiederhole im Anschreiben nicht nochmal deinen kompletten Lebenslauf. Generell solltest du deine Motivation für Hans Krohe und die Abteilung sowie deine persönliche Eignung zum Ausdruck bringen. Stell dir hierfür folgende Fragen. Warum bewirbst du dich bei Hans Krohe? Warum hast du dich für diese Stelle entschieden und was sind deine persönlichen Eigenschaften, die darauf passen? Wo hast du diese Eigenschaften schon mal unter Beweis gestellt? Sei dabei auch gerne kreativ. Standardisierte Formulierungen, die jeder benutzt, mindern die Chance, dich als Person besser kennenzulernen. Nimm Bezug auf die Unternehmenswerte, die du auf der Homepage findest. Schreibe uns keinen Roman, sondern bringe deine Überzeugung auf den Punkt. Lass zum Schluss noch mal jemand drüber lesen. Rechtschreibfehler sind ärgerlich und lassen sich schnell vermeiden. Bei deinem Lebenslauf solltest du auf eine gute Struktur und Gestaltung achten. Beginne mit deinem aktuellen Studium und arbeite dich antizyklisch zu deiner Schulzeit zurück. Der Werdegang sollte lückenlos sein, das führt sonst beim Leser zu Unklarheiten. Sei dabei ehrlich und erwähne auch Abbrüche von Ausbildungen oder Studiengängen. Vergiss nicht deine Auslandsaufenthalte, Nebenjobs oder Praktika. Nenne auch deine persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen und bewerte sie. Auch Hobbys, Mitgliedschaften und ehrenamtliche Tätigkeiten kommen in deinem Lebenslauf gut an. Arbeite mit Symbolen und Farben. Achte aber auf eine klare und klassische Linie bei der Gestaltung. Manchmal kann weniger auch mehr sein. Die Bewerbung ist in der Regel der erste Eindruck, den das Unternehmen von dir erhält. Hol daher so gut es geht alles raus mit deinen Unterlagen und überzeuge uns von dir.